Bayern vor Rode-Verkauf. Der Transfer von Sebastian Rode zu Borussia Dortmund steht kurz vor dem Abschluss. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist der Wechsel zum Vizemeister quasi fix. Der Mittelfeldspieler soll zwischen 12 und 15 Millionen Euro kosten. Das hängt jedoch vom Erfolg Rodes beim BVB ab. Der 25-Jährige wechselte 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt zum FCB. Dort kam er nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Gündogan wechselt auf die Insel. Ilkay Gündogan verlässt Borussia Dortmund und schließt sich Manchester City und somit dem Ex-Trainer des FC Bayern an. Mit Pep Guardiola als Trainer bin ich der Meinung, dass bei Manchester City die nächsten Jahre Großes entstehen kann, sagte Gündogan dem SID. Es ist kein Geheimnis, dass genau der Ballbesitzfußball, den Guardiola spielen lässt, sehr meinen Stärken zugutekommt. Gündogan kam 2011 für 5,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum BVB. Er absolvierte 157 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore und 21 Vorlagen sammelte. Wagner nimmt Götze in Schutz. Für Sandro Wagner sind die Diskussionen um Mario Götze völlig unverständlich. Götze sei erst 23 Jahre alt. Er sei ewig dabei und habe viel gewonnen und viel Geld verdient, sagte Wagner der Bild. Er könne keinen verstehen, der ein negatives Wort über Mario Götze sage. Andere 23-Jährige seien jedes Wochenende saufen und Götze stehe seit Jahren in der Öffentlichkeit und kriege Dresche ohne Ende. James will Real verlassen. James Rodriguez soll sich intensiv mit einem Wechsel im Sommer auseinandersetzen. Das berichtet die spanische Zeitung Marca. Dem 24-Jährigen sollen die Einsatzzeiten unter Zinedine Zidane zu wenig sein. Als möglicher Abnehmer gilt unter anderem der FC Bayern München. Der Rekordmeister müsste für Rodriguez allerdings tief in die Tasche greifen. Knapp 50 Millionen Euro verlangen die Königlichen für den Kolumbianer. Auch PSG, Manchester City und Juventus Turin sollen interessiert sein. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.